Wer meint, dies wären gewöhnliche Birnen, irrt. Denn dies sind die Birnen, die die Frage beantworten, wie kommt die Frucht in die Flasche? Vorher? Nachher? Mit anderen Worten, dies sind Williamsbirnen. Und hier des Schnapses Birnenlösung. Nach der Blüte wird die junge Frucht in die Flaschenöffnung geschoben. Und reift von Wind und Wetter in der Flasche gut geschützt. Die Flaschen hängen mit der Öffnung nach unten, in einem sorgfältig befestigten Netz. So wird verhindert, dass während des Sommers Schmutz und Wasser eindringen. Anfang September werden die empfindlichen Früchte und, wenn man so will, auch die Flaschen geerntet. In den wenigen Tagen kurz vor der Vollreife müssen alle Birnen eingebracht werden, damit sie sich dem Williams-Birnenfreund auch ansprechend präsentieren. Auf diesem Wagen fahren sie ihrem Schnaps entgegen, die Birnen natürlich. Auf dem Gutsbetrieb werden die Flaschen sorgfältig gereinigt, zuerst noch mit Wasser und dann mit Alkohol nachgespült. Bis zum Füllen der typischen Williamsflaschen mit dem Williamsbirnenschnaps wird die Birne mit reinem Alkohol versetzt. Im selben Gutsbetrieb wird auch der Williamsschnaps hergestellt und destilliert. Die Flaschen werden alle von Hand abgefüllt und sofort zum Versand bereit gemacht. Im Geschäft werden übrigens zwei Flaschen angeboten, eine mit und eine ohne Birne. Die zweite dient zum Wiederauffüllen, denn die Birne muss stets mit Schnaps überdeckt sein. Dies nur als Voranzeige. Und dann zum Wohlsein.